Willkommen zu Zelda Ocarina of Time Folge 80. Und wir haben schon 4 Siegel gebrochen von 6. Und machen uns jetzt auf den Weg zum Feuertempel. Da waren wir schon mal. Also zu dem Feuertempel-Teil dieses Dungeons. Müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt ohne Feuerrüstung schaffen. Na, unsere Feuerrüstung haben wir nämlich nicht mehr. Die wurde ganz gemein von so einem miesen Vieh gegessen. So, aber wenn wir uns beeilen, klappt das bestimmt. Wir haben ja fast 2 Minuten Zeit. So. Zack. Los, dreh dich schneller, du blöde Flammenwand. Ah, na gut, dann läuft er durch. So. Zeit ist Geld. So, dann muss man hier rüber. Hoppa. Herz eingesammelt. Hochgehangelt. So, den können wir ja jetzt wegschmeißen. Ne? Hoffentlich vergeht da die Zeit nicht bei. Los, heb ihn auf. Link. Mach was. Gut. Und schmeiß. Ach, da ist sogar noch so ein Kristall drunter. Ja, so ein gut. Rubin. Rums. Alter. Ach, guck an. Der macht uns auch den Weg frei. Ja. Dann können wir es wirklich schaffen. Wenn ich jetzt nicht hier runterfall. Du kannst auf den Block links springen. Oder? Nein. So, hau ab, du Feuermensch-Ding. So, zack. Vieh zerschlitzen. Bisschen Magie einsammeln. Oh je. Aber wir haben noch fast eine... Oh Gott, kann man da einfach rauf? Ja, bestimmt. Hoppa! Und hoppa! Und zurück. Go, 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 go. Und hopp! Und hopp! Ah. Oh nein, jetzt muss man sich darüber haken. Ja. Du kannst das. Oh, das kann doch nur schief gehen. Komm schon. Ja! Puh! So. Und, durch und die raus Tür hier, ohne und Rüstung geschafft. Ah. Oh, geschafft, ey. Das war alles andere als sicher. Ja, aber Link ist so mutig. Ja. Der schafft das alles. So, jetzt nochmal schnell den Lichtpfeil gezückt. Ja, ich freue mich auch, dass wir nicht zurücklaufen. Ja. Wir werden ja bestimmt wieder gebeamt. Ah. Darunia, du alter Blutsbruder. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. So, sag mal, wollen wir eigentlich noch einen kleinen Abstecher vor das Schloss machen und da diesen Stein auch nochmal wegnehmen, gucken, was da dann ist, bevor wir das letzte Siegel brechen und wer weiß, was dann passiert? Das können wir auch machen, ja. Weil ich bin ja auch neugierig, wir haben ja jetzt die Titanhandschuhe relativ neu. Und die machen ja bestimmt auch irgendwie was Cooles da frei. Oder wollen wir noch den Wassertempel mal, also Wasserteil machen und dann danach das gucken? Ich weiß ja nicht, nachher triggert danach irgendeine Szene und wir müssen ganz schnell, weiß ich nicht, was machen. Na, wir müssen ja bestimmt hier erstmal durch das Tor laufen dann. Meinst du? Das können wir ja dann... Na gut, dann machen wir nochmal den Wasserteil und laufen dann rüber. Hui, und durch die Tür. So. Sieht mir nach einem Eisteil aus. Ach nö. Autsch. Aua. Hört auf. Du willst aufs Maul? Kannst du haben. Hier. So. Eisfalle. Oh Mann. Das ist so gemein. Die können doch nicht solche... Autsch. Von überall wird man angegriffen. Hä? Was war das für ein Trick? Hm.
Ja, danke. Erstens die Herzen wegnehmen und dann wiedergeben, ne? So. Ah, die Tür ist hinter diesem Ding, was wir mit dem blauen Feuer wegbrennen können. So, jetzt ist, glaube ich, alles von der Decke auch runter. Dann schnappen wir uns doch gleich mal ein blaues Feuerchen. Yeah, blaues Feuer. Oh ne, da kommt noch was. Bam. So. Zack, blaues Feuer weg. Diese Wand weg, meine ich natürlich. Oh, da hängt ja schon wieder alles voll. Wollen wir uns noch ein blaues Feuer? Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal eins mit für den nächsten Raum. Denn wer weiß, was da noch ist. Außerdem freut sich Link immer so schön, wenn er das einsammelt. So, zack, ab in den nächsten Raum. Ja, geht auf Zeit, schnell, sag mir, was ich tun soll. Oh, eine Fee. Wir haben keinen Platz. Na gut, dann nicht. Die Blöcke in die... Da brauchen wir blaues Feuer. Wie kriegen wir den Block dahin? Können wir den so schieben? Reicht das schon? Nee, ne? Nee. Nee. Also müssen das so ein bisschen kombinieren hier, ne? Ja. Hm. Mit dem können wir dahin, aber die Tür kriegen wir nicht auf. Lass mal überlegen. Ja. Ich glaube, das wird schon nichts mehr. Schmeißen wir den mal weg. Er kommt bestimmt wieder. Ah. Und jetzt? Dup-di-dup-di-dup. Sollte mal hier rüber. Ich sehe es noch nicht. Das hat auch nichts gebracht. Okay, was ist, wenn du den... Wenn du... Schmeiß mal nochmal beide Blöcke weg. Ja. Dann gucken wir mal. Nee, das geht nicht. Du musst den rechts ins... ins Loch rein. Tschüss. Ja. So, jetzt können wir... Ah! Das ist der Trick gewesen. Jawohl. So. Den Kollegen dahin. Na, wer hätte das denn ahnen sollen, dass man den dann in dieses Loch einverfrachten muss? Gut, dass wir blaues Feuer übrigens dabei haben. Nur mal so nebenbei. Da hat wieder jemand richtig mitgedacht. So ein schlauer Fuchs, dieser Link. So, schaffen wir das jetzt noch? Stimmt. Oh, da ist der Schalter. Crips. Hm? Brauchen wir für den Schalter einen Hammer? Ja. Aber, Link hat natürlich in seiner Werkzeugkiste auch so einen riesigen Hammer. Lauf da durch. Oh Mist, das war der Enterhaken. Crimson! Kaputt. So. Und los. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ach so, können wir einfach hochklettern, so. Ah, das war ja einfach. Mehr hat das hier nicht zu bieten. So. So, das war's auch schon mit den Siegeln. Prinzessin Ruto. Hallo. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Nur so ein Kopf von ihr. Oh je. So. Ja, wollen wir jetzt nochmal rauslaufen gleich? Ja, würde ich sagen. Wer weiß, was da Cooles noch lauert. So, damit sind alle Siegel gebrochen. Und diese Wand verschwindet bestimmt. Oh Gott,
Die macht aber ein Terz. Ja. Gut. Wunderbar. So, wo ist denn der Ausgang? Hier. So, dann gehen wir nochmal raus und gucken uns da an, was hinter diesem riesigen Felsen verborgen ist. Hört auf zu lasern. Nochmal schnell die Rainbow Road runterschlittern. Was meinst du, was gibt's denn da jetzt noch? Vielleicht ein Herzteil? Ein Herzteil, ja, das wäre cool. So, erstmal nochmal ein, zwei Dehnübungen hier machen, ne? Man muss sich auch aufwärmen, bevor man solche riesigen Klötze schmeißt. Okay, gut, wunderbar. So. Ja, Navi, du brauchst nicht grün werden. Wir wissen, wie wir da vorbeikommen. Und schmeiß weg den Humpen. Gibt's immer für jeden so ein, von jedem von diesen Steinen gibt's immer so eine fette Animation. Ist ja ziemlich cool. Haut er den einfach so einen halben Kilometer hinter sich weg? Ah, natürlich, die Feenquelle. Und was macht die Fee hier? Gibt uns noch irgendwie einen tollen magischen Zauber? Ja, das wäre cool. Na gut. Spielen wir mal ihr Lieblingslied. Ach nee, das ging anders, ne? Ja, ging anders. Okay, habe ich vergessen, Entschuldigung. Lieber mit der Ocarina spielen, nicht trommeln. So. Hallo, mein süßer Mytholex. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Das klingt ja cool. So einen weißen Rand jetzt um jedes Herz bekommen. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Wow, halb so viel. Abgefahren. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Also halb so viel ist echt mal gut. Ja, sie hat quasi unsere Energieleiste mal eben verdoppelt. Ja, ne, dankeschön, würde ich sagen. Können wir nächstes Mal eine Packung Kekse mitbringen oder Praline oder so? Ja. Wäre mal nett. Wenn wir mal vom Kampf erschöpft sind, ne, aber das ja. Kommt ja eigentlich nie vor. Nee, kommt nicht vor. So. Weil das so cool ist, schmeißen wir den auch noch weg. Kann den jetzt nochmal schmeißen? Nee. Hin und her immer, ne? Ja. Feenquelle zu, Feenquelle auf, Feenquelle zu, Feenquelle auf. So, schön Sidesteps machen. Bisschen Gymnastik hier. Bevor wir jetzt hier gleich in den... Wir müssen auch fit sein, wenn wir Ganondorf die Visage neu richten wollen. So, ihr könnt mir gar nichts, ihr Tölpel. Oh. Ein Glück, dass das keine Fake-Tür war. Déjà-vu. Sieht ja wirklich einladend aus hier. Ja, was da wohl hinter ist.
Tja, das erfahren wir dann wohl erst in der nächsten Folge. Habt ihr euch bestimmt schon gedacht, dass wir das so einrichten? Wir sind so gemein. Gut, also, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.